herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Teenie Channel Time. Ja, ihr seht mich gerade hier ein bisschen laufen bei dem schönen Wetter. Ich bin gerade in Bad Doberan unterwegs, weil ich werde jetzt zum Repo, will ich sächeln. Weil ich will da was umtauschen, hier mein Fahrrad, Schlauch und Decke. Also das ist die Decke und der Schlauch ist im Beutel. Weil mein Fahrrad meinte, so ein wenig kaputt zu gehen. Und ja, ich will das jetzt umtauschen. Ja, das ist eigentlich nicht der Grund, warum ich das Video mache. Ich wollte mich bei euch mal wieder melden, weil ich glaube, es war jetzt 3 Wochen oder so Ruhe. Das war einfach deswegen, weil es mir nicht so gut ging und Lucy und Joey Vorrang hatten. Der sah jetzt nicht so besenhaft aus. Ich muss meine Haare erstmal kämmen, ne? Deswegen nur schnell hier Zopf. Ja, mir ging es halt die letzten Wochen nicht so ganz gut. Deswegen habe ich gesagt, okay, YouTube ist zweitrangig. Das hat Zeit. Deswegen war ich nur stille Mitleserin bei Kommentaren, bei Nachrichten und das alles. Und ja, heute haben wir den 17.03. Heute ist mein Kanal 2 Jahre alt, das ist so krass. Das habe ich vorhin auch schon auf Instagram und Facebook gepostet. Und ja, voll krass, also meine Güte, die Zeit rennt. 2 Jahre auf YouTube, das ist so abgefahren. Alter Schwede, ey. Ja, ich glaube, heute zu meinem 2. Jahrestag auf YouTube meint sogar das Wetter richtig gut. Weil das ist so scheiße geil, es war ein bisschen frisch, aber die Sonne macht es echt gut. Ja, wie geht's weiter, kann man jetzt fragen. Dazu habe ich sogar eine Antwort. Ja, demnächst werden auf jeden Fall wieder Videos kommen. Im Mai geht's nach Hamburg mit Lucy und Joey. Apropos Lucy und Joey, die sind zu Hause, die habe ich jetzt nicht mitgenommen. Weil ich weiß nicht, wie lange das dauert, weil ich habe nachher noch andere Sachen noch zu erledigen. Deswegen, ja, es werden auf jeden Fall wieder demnächst Videos kommen. Demnächst auch ein Follow Me Around, also wenn ich nach Hamburg fahre. Und ja. Ich habe jetzt auch schon auf Instagram gepostet, ich gehe jetzt wieder zur Schule, weil ich in die Richtung Abschluss nachholen gehe. Also ich mache jetzt erstmal so Grundkurse, um wieder alles aufzufrischen, so im Kopf, dass die Zellen mal wieder wachgekickt werden. Ja, dann mache ich jetzt einfach so einen Grundkurs und dann wird während der Zeit entschieden, wann ich da in den Kurs reinkomme. Und dann, ja, dann werde ich vielleicht auch noch Führerschein machen, eventuell. Ich muss dann erstmal zu meinem Fahrlehrer mit denen sprechen, weil ich habe das vor 4 Jahren angefangen, hatte auch im ersten Anlauf Theorie bestanden, Praxis leider 2-mal durchgefallen, weil ich zu unsicher war. Ja, und da bin ich natürlich durchgeknallt. Und dann hatten wir nur ein Jahr Frist Zeit oder wie man das nennt, und da bin ich leider durchgeknallt. Naja, gut, ich bin jetzt erstmal ein Rebo, ich erzähle nachher noch ein bisschen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nachher später nochmal. Bis später! So Leute, ja, ich stehe jetzt gerade hier wieder am Zopf. So schnell war es eigentlich nicht geplant, weil ich war vor meinem Repo, wollte das umtauschen. Nun guckte ich vorne in mein Portemonnaie rein, da fehlte mir mein Portemonnaie. Und ich denke, ach du Scheiße, ich hoffe, ich habe es nicht irgendwo bei der Fahrt verloren oder es liegt zu Hause. Jetzt habe ich gerade einen Bekannten angerufen, der fährt mit mir gleich nach Hause und guckt gleich nach. Oh, bitte, bitte, lass das nicht weg sein, ey. Wenn das weg ist, ne, da fehlt, da ist alles drin. Oh, ich kann, oh, man macht den Kopf wie ein Sieb. Ja, sind zwar rot gefährt, aber, oh. Bitte, bitte drück mir den Daumen, ey. Ja. Aber ich will das nicht heute mal Pech tagen. Geil, geil, ich hab's wieder. Gott sei Dank, ich hab's wieder. Oh Leute, ich dreh jetzt gerade voll ab, das ist mir Latte. Oh, ich hab's wieder, ich hab's wieder. Ich hab mein Portemonnaie. Ich hab mein Portemonnaie. Oh, bin ich froh, Gott sei Dank. Gut, bis später. Good morning, Joey, was ist los? Hallo, wo ist der Joey? Komm mal hier. Hallo ihr Lieben, ja nicht erschrecken, dass ich gerade hier so vor mich hergetrellert habe. Ja, ich melde mich heute, ich habe mich gestern nicht mehr gemeldet, weil ich war gestern zwar schon um 4:30 zu Hause, aber ich hatte ja noch meinen Arzttermin gehabt und war danach ehrlich gesagt ein bisschen sehr K.O. und habe dann gedacht, okay, lass es so ein bisschen ruhig ausklingen. Ja, seit gestern ist der Kanal jetzt 2 Jahre alt und ich war ja gestern unterwegs, hatte auch so ein bisschen, wie ihr nachher im Video sehen könnt, ein bisschen ein paar interessante Sachen, so mit meinem Portemonnaie und das alles. Und ja, ich habe es wie gesagt zum Glück wieder. Ich wollte mich jetzt nur noch mal kurz melden bei euch und wollte auch noch mal Danke sagen, dass ihr jetzt schon seit 2 Jahren oder manche auch erst seit kurzem mich auf YouTube begleitet, dass ihr für mich da seid, dass ihr mir mehr Nachrichten schickt, dass ihr Kommentare hinterlasst. Und wie gesagt, demnächst werden auch wieder Videos kommen und das alles, weil gestern hatte auch ein Bang Boom oder glaube ich, wie er heißt, hat er geschrieben über meinen Kanal, ob denn überhaupt noch Videos kommen, sonst würde er mich deabonnieren. Habe ich gestern auch gleich kommentiert, dass ich natürlich noch Videos komme. Es war halt einfach nur in letzter Zeit Ruhe, weil ich halt einfach für mich gesagt habe, okay, ein bisschen ruhiger, ein bisschen YouTube seitwärts lassen. Aber das ändert sich jetzt wieder. Jetzt wird wieder mehr Videos gepostet und das alles. Und ja,
Ich wollte mich, wie gesagt, nochmal bei euch bedanken. Und ihr müsst keine Sorge haben, ich werde wieder die nächsten Videos hochladen von mir, von den Hunden, wenn ich unterwegs bin. Heute haben wir Freitag, jetzt ist es 10:30. Wenn ihr auch Lust habt, heute ist es Freitag, jetzt ist es 10:30 und ich muss eine 10:45 los. Ich fahre mit dem Zug nach Rostock, weil heute ist wieder Schule, heute habe ich wieder Deutsch von 15 bis 17 Uhr. Und ja, da bin ich dann wieder heute zur Schule und ich wollte euch mal fragen, wenn ihr Bock habt, wenn ich zur Schule fahre, die zweimal die Woche, bis jetzt ist es ja noch zweimal die Woche, wenn ihr Bock habt, kann ich gerne auch nochmal filmen, also kann ich euch gerne unterwegs mal mitnehmen, dass ihr einfach mal seht, wie ich dahin fahre. Während des Unterrichts werde ich natürlich nicht filmen, weil das sind auch noch andere Leute, wo ich die Privatsphäre nicht stören möchte, sozusagen. Und ja, das wollte ich halt gerne mal fragen. Und es wird bestimmt auch in nächster Zeit zu kommen, dass sich das ändert mit dem Deutsch und Mathe, also mit diesem ganzen Abschlusskurs. Ich soll jetzt halt nur erstmal anfangs in so einen Grundkurs rein, um wieder alles aufzufrischen. Aber der Weg dahin führt natürlich zum Abschluss. Ich weiß gar nicht, ob ich das so richtig gestern erklärt habe. Aber wenn es klappt und ich das alles gut verstehe, dann mache ich bald den Abschluss nach. Ich hoffe, es klappt, weil es wäre cool. Weil nur ein Abgang der Förderschule ist nicht so berauschend. Und ja, das ist natürlich nicht so gut. Ja, wie gesagt, das wollte ich euch kurz sagen. Ich wollte euch nochmal, wie gesagt, danke sagen, dass ihr 2 Jahre jetzt mich schon begleitet, dass ihr immer aktiv seid, dass ihr mir immer liebe Nachrichten hinterlasst und alles. Das ist echt schön, das freut mich echt. Das freut mich echt immer gern zu lesen. Ja, sorry, dass ich jetzt so aussehe, ich muss ja immer meine Haare kämmen. Ja, dann würde ich sagen, ich werde jetzt gleich das Video schneiden, online stellen. Ich hoffe, es dauert nicht so lange mit dem Exportieren. Ich gebe mir Mühe. Ansonsten ist es heute Abend online, aber ich wünsche euch heute einen schönen Freitag. Kommt gut ins neue Wochenende, genießt die Zeit, entspannt euch oder unternehmt ein bisschen was. Aber ich würde sagen, bis ganz bald und danke für alles. Tschüss!